Wir haben das Glück, heute hier draußen zu sein, in der Natur, deswegen lasse ich das einfach mal so weiterlaufen. Okay. Wir sind in der Ausgangshaltung, in der Sitzposition, und wenn sich das angenehm für dich anfühlt, dann kannst du vielleicht sogar für einen Moment mal die Augen schließen, dich einfach ausrichten, die Schultern einmal nach hinten rollen und wirklich fallen lassen. Und dann für einen Moment einfach nur die Atmung beobachten. Mehr ist es nicht. Für den Anfang einfach nur da sein, beobachten. Und dann beobachte hier mal, wie deine Atmung dich bewegt, obwohl du so still da sitzt. Das ist wie eine kleine Welle, die in dir aufschlägt und wieder niederschlägt. Nimm wahr, wie du dich fühlst. Und vielleicht, wo du auch gerade Anspannung in deinem Körper wahrnehmen kannst. Im Yoga gehen wir ganz tief nach innen und versuchen einfach auch zu erkunden, wahrzunehmen, was da ist und es auch zu akzeptieren und damit umzugehen. Hör immer zuerst auf deinen eigenen Körper und dann auf das, was ich sage. Und dann lass die Atmung langsam tiefer werden. Atme bewusster durch die Nase ein und ganz bewusst durch die Nase aus. Atme tief ein und tief aus. Tief ein durch die Nase. Und dieses Mal atmen wir aus durch den Mund. Wir machen das noch einmal. Tief einatmen. Während du einatmest, stell dir vor, deine Wirbelsäule richtet sich noch ein bisschen weiter nach oben auf. Halte kurz hier und dann atmen wir gemeinsam aus durch den Mund. Noch ein letztes Mal. Tief einatmen. Und ausatmen. Mit dem bewussten Ausatmen kannst du ganz gezielt Spannung loslassen. Und die Atmung ist im Yoga auch unser Anker. Das heißt, sie führt die Bewegung an und nicht andersrum. Also, wenn wir einatmen, dann gehen wir in die Bewegung, aber wir lassen nicht die Bewegung die Führung übernehmen. Das machen wir mit ganz einfachen Übungen, ganz leicht zu folgen, und beginnen einfach mal damit, die Schultern mit der Einatmung nach oben Richtung Ohren ranzuziehen. Mit der Ausatmung kreisen wir die Schultern ganz weit und lang nach hinten und unten zurück. Einatmen nach vorne und nach oben. Ausatmen nach hinten und unten. Versucht dabei mindestens die Einatmung genauso lang wie die Ausatmung zu machen. Vielleicht sogar die Ausatmung ein bisschen länger. Weiter einfach in deinem eigenen Tempo die Schultern mit der Einatmung nach oben. Mit der Ausatmung nach unten. Noch zwei Runden. Das machen wir auch einfach, um den Brustraum so ein bisschen mehr zu öffnen und Weite zu geben. Letzte Runde, schön und lang und tief einatmen, ausatmen und langsam wieder die Schultern zurück in den Rücken reinsinken lassen. Sehr gut. Von hier nehmen wir mal die Hände zu unserem Herzen und setzen ganz leicht die Daumen auf zu unserem Brustbein. Beim Yoga singt man traditionell auch das Om am Anfang, deswegen singen wir auch gerne mal ein Om zusammen. Wenn du dich traust, mach einfach mit, ansonsten kannst du natürlich auch einfach zuhören. Okay, die Handinnenflächen, die liegen dabei ganz sanft aufeinander. Schließ nochmal die Augen vielleicht auch und dann nimm einen tiefen Atemzug durch die Nase für ein Om. Om.
Sehr schön. Beweg leicht die Mundwinkel zu den Seiten nach oben und schenk dir selbst ein Lächeln. Und dann atme ein und streck die Arme mal über die Seiten lang nach oben bis Richtung Himmel. Wenn du den Himmel auch über dir hast, dann ist das sehr schön. Streck dich ganz lang hier. Halte die Länge und dann lass einfach die Arme wieder nach unten sinken. Aber behalte die Länge im Oberkörper und merk einfach mal, wie aufrecht du jetzt gerade hier sitzen kannst. Leg deine rechte Hand auf den Bauch auf, so ein bisschen unter dem Bauchnabel. Und die linke Hand kannst du entweder daneben oder gerne auch auf deinen Brustraum nach oben auflegen. Und dann atmen wir ganz bewusst ein paar tiefe Atemzüge. Und warum wir das machen, dass wir uns die Zeit nehmen, wirklich anzukommen und zu landen mit unserer Atmung, die unser Anker eigentlich für die ganze Stunde ist, ist einfach, weil die Atmung uns wieder runterbringt. Also sie bringt uns wieder ein bisschen mehr in unsere Mitte zurück und auch mehr Klarheit in unseren Gedanken und lässt uns einfach wieder bei uns selbst ankommen. Also von hier atme mal oder versuch's einfach mal, ist auch nicht schlimm, wenn das noch gar nicht klappt, in deine rechte Hand, in deinen Bauch nach unten hinein. Und einfach wieder ausatmen und stell dir vor, dass du den Bauchnabel zur Wirbelsäule ranziehst. Wieder einatmen, lass den Bauchraum sich ausdehnen. Und ausatmen, zieh ganz langsam den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Halte die Länge ganz lang in der Wirbelsäule. Einatmen und ausatmen. Wenn du ein Anfänger bist, dann kannst du einfach mit der Bauchatmung weitermachen. Wenn sich das schon gut anfühlt, kannst du gerne noch ein bisschen weitergehen und die Atmung versuchen mehr zu lenken, indem wir sie sozusagen vom Bauch nach oben noch aufziehen. Also wir atmen zuerst einen Teil unserer Einatmung nach unten in den Bauch. Ziehen dann die Atmung weiter in die Flanken und zuletzt bis nach ganz oben, bis sich vielleicht sogar auch die Schlüsselbeine leicht abheben. Und dann mit der Ausatmung lassen wir die Ausatmung einfach ganz natürlich wieder nach unten in den Bauchraum sinken, sodass sich der Bauchnabel wieder Richtung Wirbelsäule zieht. Einatmen in den Bauch. Füll dein komplettes Lungenvolumen aus, sodass sich gleich deine Brust abhebt. Und ausatmen, lass die Brust wieder langsam nach unten sinken. Zieh den Bauch nach innen. Lass die Luft vollständig raus und erst dann nimmst du wieder einen kompletten Atemzug durch die Nase. Zieh die Luft bis nach oben gedanklich und mit der Ausatmung ziehst du sie wieder gedanklich Richtung Boden. Stell dir vor, mit jeder Einatmung richtest du dich noch ein bisschen weiter auf nach oben. Mit jeder Ausatmung spürst du den Boden unter dir, die Erde, die dich stützt und hält. Noch 3 Atemzüge, ganz in deinem Tempo. Wenn du magst, kannst du auch gerne bis 4 zählen während der Einatmung und bis 4 während der Ausatmung. Beobachte, wo die Atmung hinfließen darf und wo vielleicht auch einfach sich was anstaut und wo du nicht hinatmen kannst. Und auch genau das ist okay, denn heute ist dein Körper und auch deine Atmung genau an dem Punkt, wo es richtig ist. Aber wir schaffen es mit der Atmung auch ein bisschen mehr Raum zu kreieren. Den letzten Atemzug noch einmal. Vielleicht sogar der tiefste, den du heute bisher genommen hast. Und ausatmen. Sehr schön. Löse langsam die Hände von deinem Körper wieder. Öffne die Augen und spür mal nach, wie du dich gerade fühlst. Einfach so ein bisschen mal ausschütteln. Spannung lockern. Genau, und dann kannst du den Block oder auch die Decke für einen Moment mal zur Seite nehmen. Und wir rollen über unsere Knie einmal nach vorne und kommen in den Vierfüßlerstand oder auch Tisch genannt. Dafür setzen wir unsere Hände direkt unter den Schultern auf, sodass die Handgelenke mit den Schultern in einer Linie sind und die Knie mit der Hüfte in einer Linie. Sehr schön. Von hier nehmen wir einmal den Bauchnabel ein bisschen leicht Richtung Wirbelsäule rangezogen. Und dann stabilisieren wir uns schön durch die Hände, indem wir die Fingerspitzen so leicht in die Matte rein
abkrallen. Dabei ist es auch wichtig, dass vor allem Zeigefinger und Daumen schön in den Boden nach unten drücken. Also das dauert manchmal ein bisschen, ehe man so richtig weiß, wo es hingeht, aber es ist auch eine Sache, den Körper so ein bisschen zu erkunden. Sehr schön. Von hier gehen wir in eine der einfachsten und besten Übungen überhaupt, die Katze und die Kuh. Und dafür schieben wir unser Herz für die Einatmung einfach zwischen die Arme und schauen mit dem Blick nach oben. Vielleicht sogar in den Himmel, oder wenn kein Himmel da ist, dann stell dir den Himmel einfach vor. Mit der Ausatmung ziehen wir unser Herz gedanklich nach oben, mit der Rückseite sozusagen. Mit der Einatmung lassen wir den Bauchnabel Richtung Boden ziehen, schieben unser Herz zwischen die Arme, heben den Kopf nach oben, drück dich aus den Armen vom Boden weg. Sehr gut. Ausatmen, den Rücken richtig schön rund machen, wie in einen Katzenbuckel rein. Und stell dir vor, du machst ganz viel Platz zwischen den Schulterblättern. Kinn zieht ran zur Brust und dann wieder einatmen. Und ausatmen in den Katzenbuckel. Einatmen, nach oben schauen. Vielleicht sogar die Arme leicht beugen. Und ausatmen in den Katzenbuckel. Lass die Atmung hier deine Führung sein. Du bewegst dich immer dann erst, wenn die Atmung vollständig geatmet wurde. Vollständig einatmen. Und vollständig ausatmen. Letzte zwei Runden. Und komm langsam wieder in die Ausgangshaltung zurück. Sehr schön. Von hier setzen wir einfach mal unser Becken nach hinten zurück auf die Fersen. Wenn du magst, kannst du die Knie auch noch ein bisschen enger zusammennehmen. Falls du nicht ganz nach unten zu den Füßen kommst, kannst du auch jederzeit, stell dir vor, das wäre eine Decke, einfach eine Decke zwischen Füßen und Po auftun. Genau. Und dann leg einfach den Kopf nach unten ganz schwer ab. Streck die Arme nach vorn aus oder neben den Seiten des Körpers. Und schau auch hier nochmal, wo deine Atmung hinfließt, wo sie sich hinbewegt. Und dann beginne auch hier die Atmung wieder bewusst fließen zu lassen. Das heißt, mit der Einatmung atmen wir in unsere Seiten hinein. Dehn die Lunge sozusagen aus. Und mit der Ausatmung zieht sich alles wieder nach innen zusammen. Das ist eine der besten Übungen, die kann man auch zu jeder Zeit während der Yoga-Session einfach einnehmen, die Stellung des Kindes. Und auch hier, wenn du vielleicht ganz viel Anspannung in deinem Körper trägst oder einfach einen Moment brauchst zum Runterkommen, ist das eine tolle Übung, um einfach nochmal wirklich bewusst den Boden unter dir zu spüren. Und noch einen tiefen Atemzug hier. Und dann machen wir die Brahmari-Atmung. Wir bleiben also in dieser Haltung, aber für die Brahmari-Atmung beginnen wir stattdessen, dass wir ausatmen, summen. Also wir atmen ganz normal ein und dann summen wir von der Ausatmung. Genau, machen wir. Sehr gut. Wir kommen also wieder in die Haltung zurück. Schließ meinetwegen auch die Augen. Entspann dich und dann atme tief ein für die erste Brahmari-Atmung. Noch einmal tief einatmen und beginne. Lass das Summen langsam ausklingen. Beobachte, was es mit dir macht.
Es hat so eine kraftvolle Wirkung, den Körper von Stress zu befreien. Also bleib noch einen Moment in dieser Nachwirkung und spür einfach. Atme tief ein und roll dich langsam Wirbel für Wirbel nach hinten auf, sodass du ins Sitzen kommst auf deinen Fersen. Und von hier stellen wir einmal die Zehen auf. Achte vor allem auch darauf, dass die kleinen Zehen schön aufgestellt sind. Also manchmal muss man einfach so ein bisschen nachhelfen. Sehr schön. Die Knie sind ganz dicht beieinander und hier bleiben wir für einen Moment. Nehmen mal die Arme nach oben. Genau, und wir dehnen einfach mal unsere Handgelenke, weil wir stützen uns auch ganz viel im Yoga auf die Handgelenke. Das heißt, nimm eine Hand und drück so ein bisschen gegen die Finger, halte den Arm aber stabil, während du das machst. Sehr schön, einmal nach unten die Hand. Lass die Atmung, während du diese Übung machst, ganz gleichmäßig fließen. Andere Seite, einmal wechseln, die Schultern entspannt lassen. Und einmal nach unten. Sehr schön. Von hier bringen wir die Hände noch einmal nach vorn zum Mattenanfang. Die Zehen sind bereits aufgestellt. Von hier bewegen wir langsam die Knie nach oben und kommen in den ersten herabschauenden Hund. Das heißt, es ist manchmal auch ganz schön und einfach auch ein bisschen zum Aufwärmen, dass man erstmal auf der Stelle so ein bisschen wandert. Im Wechsel vielleicht ein Bein beugt. Hier wirst du bereits merken, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns gut auf die Hände aufstützen. Gerade nochmal die Finger vielleicht so ein kleines bisschen wie in den Boden. Und dann finde dich langsam in der Haltung ein, indem du den Rücken ganz lang versuchst zu strecken. Und manchmal ist es auch schön zu Beginn einfach die Knie ein bisschen zu beugen, den Rücken lang zu machen, die Schultern nochmal wirklich hier in den Rücken reinzurollen. Und dann stell dir vor, du atmest hier bis in die Rückseiten deiner Beine hinein. Mit jeder Einatmung machst du den Rücken ganz lang, mit jeder Ausatmung spürst du deine Füße noch ein bisschen mehr in den Boden hineindrücken. Lass dich von der Atmung hier in die Haltung noch tiefer hineinsinken. Die Atmung kann die Haltung so, so viel schöner machen und so viel vertiefen. Lass den Kopf auch mal für einen Moment richtig locker. Flatter vielleicht auch mal die Lippen. Sehr schön. Und von hier schau mal mit dem Blick nach vorn zu deinen Händen und dann wandern wir ganz langsam die Zehen, einen Schritt nach dem anderen, nach vorn zum Mattenanfang. Sodass die Füße ungefähr hüftbreit sind. Und dann lass dich im Oberkörper einmal hier nach vorne hängen. Lass den Kopf schön locker. Stabilisiere dich durch deine Füße, durch deine Beine, beug leicht die Knie, atme ein, streck die Arme über die Seiten lang nach oben, komm ins Stehen. Die Hände ziehen wir über den Kopf, sodass sich die Handinnenflächen treffen und ausatmen, bring deine Hände zum Herzen. Einatmen, lang die Arme über die Seiten nach oben strecken, Richtung Sonne vielleicht sogar. Ausatmen, dreh die Handflächen wieder auf und bring die Arme über die Seiten lang nach unten. Einatmen, über die Seiten, bis in die Fingerspitzen, lang die Arme nach oben ziehen, bis die Handinnenflächen sich treffen und dann die Hände wieder nach außen aufdrehen, ausatmen, die Arme über die Seiten nach unten. Wenn du magst, schließ auch gerne die Augen dafür. Wir machen für einen Moment nichts anderes, als die Arme zu unserem Atem zu bewegen. Einatmen nach oben und ausatmen über die Seiten nach unten. Einatmen lang und ausatmen, bring die Hände vor dein Herz. Okay, wir verbinden das alles nochmal. Das heißt, wir machen den halben Sonnengruß. Komm wieder an den Mattenanfang. Hände sind vor dem Herzen. Atme ein, streck die Arme lang nach oben, leicht zurück. Atme aus, über die Seiten und
falte dich mit deinem Oberkörper nach vorn, bis du in die stehende Vorwärtsbeuge wieder kommst. Atme ein, halbe Vorwärtsbeuge, schau nach vorn und atme aus. Lass den Oberkörper für einen Moment hier unten hängen. Sehr schön. Das war der halbe Sonnengruß. Lass das einfach nochmal nachwirken. Ein Atemzug hier. Komm langsam in die Hocke. Lass deine Hüften nach unten sinken. Schütze dich mit den Händen nach hinten ab und wir kommen einmal in den Schneidersitz zurück. Sehr schön. Wir nehmen unsere Hände also einmal zusammen und reiben sie. Sehr gut. Machen sie ganz heiß. Und wenn du das Gefühl hast, die Hände sind heiß genug, dann kannst du die Hände auf deine Augen, auf dein Gesicht auflegen. Nimm einen tiefen Atemzug, spür die Wärme, spür die Energie deiner Hände, die heilende Kraft. Okay, wir machen noch einmal drei Runden Brahmari-Atmung, also dreimal das Summen. Und dafür halten wir unsere Augen geschlossen, wenn das angenehm für dich ist, und auch unsere Ohren. Das ist ganz verrückt und das ist unglaublich. Wir probieren es einfach zusammen aus. Also wir haben die Daumen auf den Ohren und der Rest, der Finger, der schließt die Augen. Und dann atme tief ein. Wir beginnen zusammen und dann machst du die nächsten zwei für dich, weil du ja die Ohren zu hast. Okay, also atme tief ein. Mach die Ohren zu und beginn. Löse ganz langsam deine Hände von deinem Gesicht, lass die Augen für einen Moment geschlossen und spür nach. Beobachte, wie sich dein Körper jetzt gerade anfühlt. Vielleicht auch im Vergleich zu davor. Vor der Yoga-Session. Und dann nimm die Hände noch einmal vor deinem Herzen zusammen im Namaskar-Mudra und sag Danke an deinen Körper. Danke, dass du dir die Zeit für dich genommen hast. Und ich bedanke mich auch bei dir und wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Tag. Ich bedanke mich auch bei dir natürlich. Dankeschön. Wir haben heute mit euch zusammen Yoga gemacht und erstmal herzliches Dankeschön dafür. Ihr findet uns auf der Seite oder auch nicht. Bei weiteren Rückfragen oder wenn ihr Kontaktmöglichkeiten sucht, dann macht das bitte direkt über die VNG oder darüber, wo ihr es gerade seht. Dann könnt ihr ja einfach eine kurze Information reinschreiben. Die ganze Welt setzt sich dann mit uns in Verbindung. Dankeschön.